Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste eingeladen, wie ich Ihnen die gerne jetzt vorstellen möchte. Einerseits der Alexander Martens, herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist Sportwissenschaftler, Diplom-Sportwissenschaftler. Genau, Diplom-Sportwissenschaftler. Und Doktorand an der Universität Leipzig im Bereich Medizin. Richtig, genau. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da für die bist. Einladung. Auch eine Ehre für uns. Und andererseits endlich mal einen Therapeuten aus dem Bündnerland, aus der Schweiz, der Romuald Janiel. Ganz herzlich willkommen. Du bist Heilpraktiker. Schön, dass du da bist. Du praktizierst seit 30 Jahren. Ja. Ungefähr. Okay. Und kannst heute uns ein bisschen über deinen Erfahrungsschatz belehren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben heute das Thema nämlich über die sekundären Pflanzenstoffe. Man hört vieles darüber, aber was ist es wirklich und inwiefern ist das gut für unseren Körper und kriegen wir noch genügend über die herkömmliche Nahrung? Das ist das Thema der heutigen Sendung. So, lieber Alexander, ich möchte gerne dich fragen, diese sekundären Pflanzenstoffe. Ich kenne das eigentlich nur aus der Werbung heraus im Bereich Sprossen, dass da sehr so viele sekundäre Pflanzenstoffe drin sind. Wo haben wir denn die sonst noch in der Ernährung? Also ich denke, dass man vielleicht so anfangen sollte, dass man erstmal definiert, was sekundäre Pflanzenstoffe sind. Ja, bestens, gerne. Ich stand einmal auf einem Kongress und da kam eine Therapeutin zu mir und fragte mich, was sind denn sekundäre Pflanzenstoffe? Und ich war da ein bisschen überfordert mit dieser Frage, weil ich eigentlich dachte, sekundäre Pflanzenstoffe kennt jeder. Und wir arbeiten damit, sekundäre Pflanzenstoffe sind Kurkuma, OPC, also aus dem Traubenkernextrakt, Grüntee-Extrakt. Ich dachte, das wäre so. Kurkuma ist doch ein Gewürz, oder nicht? Richtig, genau. Und das war natürlich nicht die richtige Antwort, die ich damals gegeben hatte. Ich war ein bisschen entsetzt darüber, dass ich das nicht wusste, obwohl wir alle darüber sprechen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man definiert, sekundäre Pflanzenstoffe sind sekundäre Metaboliten. Das verstehe ich immer noch nicht. Genau, da gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar sekundäre Pflanzenstoffe sind Metabolite-Abbauprodukte von Pflanzen, die Pflanze aber nicht braucht, zwingend, um zu überleben. Das sind keine Eiweiße, das sind keine Vitamine, die wir benötigen, um uns fortzupflanzen und um eine Zelle aktiv zu lassen. Beispiel, eine Pflanze wächst und die braucht während dem Wachstum die primären Primärstoffe. Genau, richtig. Primäre. Und die sind dann weg und das, was sie nicht braucht, sind sekundäre. Nee, so auch nicht. Und zwar die primären Pflanzenstoffe sind halt Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe. Das brauchen wir. Und die sekundären Pflanzenstoffe... Also wer wir? Die Pflanze oder wir? Wir und die Pflanzen. Also wir brauchen das genauso. Also darauf gehe ich dann später nochmal drauf ein. Aber die sekundären Pflanzenstoffe sind halt dafür da, um zum Beispiel Fressfeinde abzuhalten. Das sind dann die Farben, die so schön knallig sind. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Oder sekundäre Pflanzenstoffe sind Geschmacksträger. Ich gebe gerne das Beispiel in der Zwiebel oder im Knoblauch, das Allicillin oder das Allilin, was so richtig schön penetrant schmeckt. Das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der eigentlich die Pflanze schützen soll vor Fressfeinden. Okay. Oder vor Bakterien, Pilzen oder sogar vor Viren. Ja, und das ist halt, das sollte man halt unterscheiden. Und das brauchen wir natürlich, wir als Menschen natürlich genauso, um auch für unser Anti-Aging, unser Immunsystem etwas Gutes zu tun, wenn wir befallen werden von Bakterien oder Viren. Brauchen wir sekundäre Pflanzenstoffe? Genau, sollten wir eigentlich dann zu uns nehmen, ja. Also wenn jetzt Viren und Bakterien uns befallen, wieso, was hat denn der sekundäre, ein leuchtender Stoff, was hat denn da oder eine riechende Zwiebel für einen Effekt denn in unserem Körper? Also der kann halt quasi antibakteriell und antiviral arbeiten. Also er kann Genome mit einschalten, ausschalten, er kann antiinflammatorische Geschichten steuern, proinflammatorisch, dass wir Entzündungsparameter bekommen, wenn wir einen bakteriellen Infekt haben, was ja dann natürlich ganz wichtig ist für unser Immunsystem. Der kann das Ganze aber auch wieder regulieren, ja, dass Entzündungsparameter wieder zurückgefahren werden. Und das sollte der Körper eigentlich schon immer unterscheiden können, wann er das braucht und wann er es nicht braucht. Ich meine, das war jetzt wirklich irgendwo 30, 40 Jahre lang nie ein Thema, von sekundären Pflanzenstoffen zu sprechen. Warum ist es jetzt plötzlich zum Thema geworden? Naja, aus dem einfachen Grund, weil die sekundären Pflanzenstoffe mittlerweile in unseren Obst und Gemüse immer mehr vernachlässigt werden. Also sie werden gezüchtet, sie werden zu früh geerntet, unser Obst und Gemüse. Sie werden konserviert. Und da gehen natürlich viele sekundäre Pflanzenstoffe auch für uns kaputt, ja, die wir dann über die Nahrung eigentlich aufnehmen sollten. Ist es denn bekannt in der Wissenschaft, dass diese sekundären Pflanzenstoffe eine Wirkung haben auf unseren Organismus? Ja, also es gibt mittlerweile etliche Studien. Allein in diesem Jahr, glaube ich, sind über 100 Studien wieder veröffentlicht worden im Bereich zum Beispiel Kurkuma, was ja jeder kennt, dass es antientzündlich wirkt. Aber nochmals Kurkuma, das ist doch wie ein Gewürz, kein sekundärer
Pflanzenstoff. Ja, aber der Kokuminoidenanteil zum Beispiel. Das ist, aus dem Gewürz gibt es auch wieder einen primären und einen sekundären. So in etwa kann man das sehen, genau, richtig. Also das Kurkuma ist ja eine Wurzel, also quasi gehört zu einer Ingwerwurzel, wenn man so möchte. Und das ist der Farbstoff, der Kokuminoidenanteil. Ja. Und der ist eigentlich der entscheidende für uns, wenn wir über sekundäre Pflanzenstoffe sprechen. Okay, dann könnten wir das Gespräch auch noch Richtung Kurkuma lenken, weil das ist ja ein Riesenhype. Richtig, genau. Und wie? Aber ich möchte gerne mal noch dich, lieber Romuald, noch fragen. In deiner 30-jährigen Praxis, inwiefern ist es für dich als Therapeut, in der rückwirkend betrachtet, von Bedeutsamkeit gewesen, deinen Patienten gegenüber sekundären Pflanzenstoffe zu geben? Also meine Philosophie war früher immer, dass wir alles über die Ernährung aufnehmen können. Ja. Und habe das auch vehement vertreten. Mhm. Und in den letzten 10 Jahren musste ich einfach umdenken und eingestehen, dass wir mit der heutigen Ernährung uns eigentlich kaputt machen. Auch bei euch, ich meine, bei euch im Graubünden ist das Leben noch normal, sage ich immer wieder. Da sind noch die Kühe auf der Alm, die dürfen noch Gras fressen, das unglaublich ist, oder? Ja, da hast du recht, das ganz schön ist, wir bekommen noch Alpkäse. Mhm. Aber der ist im Sommer, im Herbst ist er ausverkauft. Ja. Und wo kaufen wir einen? Mhm. Auch Graubünden ist schon hinter den Bergen, aber auch da sind die Grossisten vertreten. Ja. Und auch wir haben genauso unsere Arbeitswelt, unser Zeitmanagement, das eingeschränkt ist. Mhm. Also die Leute sind bei uns genauso konsumorientiert. Mhm. Und der Konsum bedeutet für uns ja auch, dass die Nahrungsmittel, die wir da kaufen, alle, restlos alle, sage ich mal, konserviert sind. Mhm. Irgendwelche Konservierungsstoffe sind drin. Mhm. Und wir Menschen haben einfach das Gefühl, wir kennen Lebensmittel, die nach 3 Wochen, 4 Wochen verdorben sind, 4 Jahre, 3 Jahre haltbar machen. Ja. Okay, das geht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wie soll das Nahrungsmittel, das ist kein Lebensmittel mehr, das ist nur noch ein Nahrungsmittel, Stoffmittel, in meinem Mund erkennen, dass jetzt die Konservierung aufgehört wird? Ich habe doch keine Enzyme, ich habe doch keine Gegenmittel, diese Konservierung aufzubrechen oder zu stoppen und in meinem Darm zu sagen, jetzt kannst du das alles schön wieder in die Details auflösen. Und das sind dann die Geschichten, die mir halt mittlerweile mich dazu gebracht haben, dass ich mit diesen sekundären Pflanzenstoffen in Formen habe von Polyphenolen oder von OPC oder von Kurkuma, was wir vorher angesprochen haben, zusätzlich substituieren. Okay. Das bedeutet für uns in der Praxis, wir können über das Geistige, wir können über das Seelische, aber auch über das Körperliche, wir haben ja die körperliche Nahrung und wir haben die seelische und geistige Nahrung. Mhm. Wenn wir einfach mal die Geschichten so anschauen, wenn ich ein psychisches Problem habe, geht das in die geistig-seelische Schiene. Wird aber übers Nervensystem und den Stoffwechsel im körperlichen System beeinflusst. Ja, klar. Also haben wir die Möglichkeit, mit solchen zusätzlichen Stoffen, wie jetzt die sekundären Pflanzenstoffe, bei uns ja auch einen Schutz zu machen. Mhm. Viralen Schutz. Wir haben auch dann den geistigen Schutz, den wir da wieder aufbauen. Das ist jetzt eine Brücke, die die Wissenschaft vielleicht nicht so sieht, aber für mich in der Praxis sehr relevant ist, weil wir da ja viele Situationen erleben, die nicht eindeutig sind. Und so versuche ich das zu verbinden. Eine von hinten her. Genau. Aha. Meine Frage noch in der Praxis. Kannst du effektiv auch feststellen, dass ein Patient einen Mangel hat an sekundären Pflanzenstoffen oder ist es mehr eine Idee, es über diesen Weg zu versuchen, ihn zu unterstützen, wieder in den Weg in die Gesundheit zu finden? Also wir haben diverse Möglichkeiten, das festzustellen. Wir haben auf der einen Seite nur schon in der Antlitzdiagnostik sieht man sehr oft Mangelerscheinungen. Beim Gesicht? Beim Gesicht. Wir sehen zum Teil oder vielfach haben wir auch die Blutanalysen, die wir bekommen. Ja. Wir haben Skalarwellentechniken, wie wir das diagnostizieren können. Mhm. Mit den nichtlinearen Diagnostiksystemen können wir das diagnostizieren. Mhm. Wir haben viele Möglichkeiten,
um auf diese Punkte, Punkte aufmerksam gemacht zu werden. Also es ist ein Thema in der Medizin heute über diese sekundären Pflanzenstoffe, weil die auch letztendlich einen Mangel, eine Wirkung auslösen. Und diese Wirkung siehst du im Gesicht. Zum Beispiel. Oder der Patient ist schlaff, müde, erschöpft. Genau. Okay. Also durch die Anamnese, das ist der andere Teil, was der Klient bringt uns immer das Thema mit. Eine alte Weisheit sagt, du musst nur lange genug zuhören und er sagt, dass das Problem ist. Und in dem Moment, wenn wir das praktizieren, hören wir so viel wieder über die Ernährung. Plötzlich, ja, ich habe dann Blähungen oder ich habe unregelmäßigen Stuhl oder ich bin müde nach dem Sport und ich komme am anderen Tag nicht mehr aus den Federn. Und so, da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Oder ich bin, meine Konzentrationsspanne, wenn ich eine Prüfung schreiben muss, ist nach einer Viertelstunde weg. Dann wissen wir, tendenziell oxidativen Stress und. Und dann sind die sekundären Pflanzenstoffe natürlich wieder hervorragende Unterstützungsmittel. Okay. Ich habe gerade was Besonderes an dir noch gehört, was wirklich heutzutage wirklich was Besonderes ist, nämlich einem Patienten zuzuhören, zu hören, was er erzählt und daraus letztendlich Rückschlüsse zu ziehen, was man ihm Gutes tun kann, weil heute hat man einfach keine Zeit mehr in der Therapie, aber bei euch ist die Welt halt eben noch ein bisschen anders und das freut mich sehr. Das ist das Schöne bei unserer Arbeit, ich habe für jeden Klienten im Minimum eine Stunde Zeit. Wie wir die füllen, ist meine Entscheidung, was ich meinen Klienten gegenüber anbieten kann. Aber die heutigen Gesetze sagen, du darfst ja nur 5 Minuten sprechen, sonst ist es keine Naturheilkunde mehr. Die Gesetze sagen, du musst genau das machen, aber ich glaube, die Praxis ist da immer noch vernünftiger. Danke vielmals. Ich möchte gerne nochmals zu dir zukommen. Und zwar habe ich jetzt 2 Namen gehört. Einerseits OPC, das Traubenkernextrakt, wie ich meinte. Ich lese immer wieder, es hat ein hohes Minusredox. Also es ist sehr antientzündlich. Und auf der anderen Seite höre ich das Kurkuma und auf den Medien höre ich immer, Kurkumin sei so wirksam. Das verwirrt mich alles auch ein bisschen. Könntest du mir da ein bisschen Klarheit machen? Also das Kurkuma an sich ist, wie du anfangs schon erwähnt hattest, die Wurzel. Und der Kurkuminoidenanteil ist eigentlich der Anteil, der in den ganzen klinischen Studien, wenn wir von klinischen Studien aussprechen, der Wirkstoff ist. In der Wurzel an sich, in der Kurkuma-Wurzel an sich, sind über 1000 chemische Verbindungen, die natürlich als Komplex sehr, sehr gut wirken. Ich gebe gerne das Beispiel, wenn ich einen Apfel esse, dann esse ich auch nicht nur das Vitamin A oder nur das Vitamin C, sondern ich nehme das Ganze auf, die ganzen Rohstoffe, die da drin sind. Also wenn man Kurkuma isst, sollte man eigentlich das Ganze essen? Nein, nicht wirklich. Das kommt nochmal darauf an, was ich machen möchte. Also wenn es zum Beispiel eine Präventivgeschichte ist, dann sehe ich das genauso, dass ich das ganze Gewürz nehme, weil ich dann alle 1000, in Anführungsstrichen 1000 chemischen Verbindungen zu mir nehme, die einen positiven Effekt haben. Jawohl. Ja, das merkt man natürlich auch sehr stark im asiatischen Raum. Also das wäre jetzt genau für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die gesund zu Hause sitzen, regelmäßig Kurkuma für die Zubereitung mit einbeziehen, dann hat man diese ganze Mischung, die ganze Palette. Genau, dann ist es etwas Präventives. Ja. Jetzt habe ich aber mal in vielen Studien auch gelesen, dass es eigentlich erst wirksam ist, wenn man wirklich irgendwie 10 oder 20 Gramm pro Tag nimmt, aber das wäre eine ganze Dose. Richtig, genau. Und dann kommen wir natürlich von dem Präventiven in die Rehabilitation. Sprich, wenn wir eine Erkrankung haben, wenn es uns nicht gut geht, wie es in der Therapie ja meistens ist, dann machen natürlich höhere Dosierungsmengen von den einem Stoff, den Kurkuminoidenanteil, der eigentlich in den klinischen Studien primär getestet wurde, am meisten Sinn. Also dann nimmt man diesen Stoff raus aus der Wurzel. Genau, richtig. Und reichert das an in einer Tablette und dann hat man genau diesen Wirkstoff, wo man weiß, der hat diese Wirkung. Richtig, genau. Und da muss man dann halt auch ganz streng damit umgehen und sagen, okay, dann bringen diese präventiven Mengen, die ich als Gewürz zum Beispiel jeden Tag nehme, nichts. Da muss man dann schon mal hochdosiert reingehen. Und, das möchte ich noch was hören. Bringt es jetzt was oder bringt es nichts? Diese präventiven Geschichten. Ja, einfach so ein bisschen mein Essen noch ein bisschen drüber würzen. Bringt das noch was und ist es viel zu wenig? Wenn ich es präventiv machen möchte, bringt es etwas. Weil ich es ja täglich zu mir nehme oder regelmäßig. Wenn ich aber in der Therapie bin, dann bringen diese Kleindosierungsmengen nichts, weil es einfach für die Menschen viel zu wenig ist. Ja. Und das Tolle daran ist eigentlich, dass es sehr viele Studien gibt, die das Ganze auch belegen, wo man getestet hat, zum Beispiel 100 Milligramm Kurkumin. 200 Milligramm, 300, 500, 2000 und aufwärts. Und man hat halt festgestellt, dass ab 500 Milligramm passiert im Menschen etwas. Eine Verbesserung, zum Beispiel im Bereich Entzündungsparametern.
Und alles, was drunter war, hat halt keine Entzündungsparameter gesenkt. Jetzt höre ich aber immer wieder, das ist eine Volkskrankheit, die ganzen Entzündungsherde im Körper drin, Omega-6-lastige Ernährung, kein Omega-3 mehr und so weiter. Dann wäre doch das eigentlich in der Präventivmaßnahme möglich, dass ich mir einfach dieses Kurkumin, 500 Milligramm hast du gesagt, genau. Dosierung aufwärts, regelmäßig zu mir nehme, um antiinflammatorisch zu agieren innerhalb des Körpers. Ist das korrekt? Na, also wenn ich einen Entzündungsparameter jetzt gerade habe. Aber das weiß ich ja nicht, ob ich jetzt einen habe in meinem Körper. Ich meine, es ist anzunehmen, ich esse auch mal irgendwie mal Pommes frites. Ich esse auch mal irgendwie ein Dürüm oder sowas, oder? Ja. Und das sind ja nicht unbedingt diese gesundheitsförderlichen Nahrungsmittel, sondern eher dies, was eigentlich Entzündungsherde fördert, oder? Aber vielleicht sollte man das dann so machen, wenn man es nicht weiß, dass man vielleicht übers Jahr hinweg ein, zwei Therapien mal macht. Also eine Kur über einen Monat zum Beispiel oder in der Regel bis 6 Wochen. Ja, ja. Also die Zellen regenerieren sich und die langsamsten Zellen in der Regeneration, Neubildung sind 6 Wochen. Und das geht so schnell, dass ich wirklich gewisse Brandherde im Körper präventiv in Keim ersticken kann, indem ich mit Kurkuma oder Kurkumin, Kurkuminoidenanteil, wenn ich den hochdosiert zu mir nehmen. Richtig, genau, hochdosiert. Und hochdosiert fängt ab 500 Milligramm an. Aber auch bei Leuten, die Schmerzen haben, Entzündungen haben, ich meine, da haben wir ja immer irgendwelche Brandherde, die brennen. Wäre ja das auch äußerst sinnvoll. Richtig, genau. Dafür gibt es auch ganz, 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 und das kann ich noch tausendmal ganz sagen, ganz viele Studien, die das Ganze auch belegt haben. Bei chronischen Entzündungen, bei akuten Entzündungen, in der Schmerztherapie vor allem. Mittlerweile gibt es eine ganz tolle klinische Studie, die Kurkuma 1 Gramm mit in Kombination mit zum Beispiel Cannabinoiden getestet hat. Und da hat man festgestellt, dass die viel besser als Entzündungsparameter, also antiinflammatorisch arbeiten und gegen Schmerzen arbeiten. Viel besser als Morphine zum Beispiel. Weniger Nebenwirkungen, ja, weil das Ganze nicht abhängig macht. Und da ist natürlich die Natur unser Vorreiter. Ich höre aber auch immer wieder, dass Omega-3 diesen Effekt ja auch hat. Muss ich jetzt sagen, entweder oder ist die Kombination sogar sehr sinnvoll? Bei Kurkuma generell, es gibt ja sowas wie eine Kurkuma-Milch. Kurkuma-Milch ist ja sehr fettreich. Kurkuma-Milch? Ja, also es gibt mittlerweile auch schon in den Medien, dass man sich eine Kurkuma-Milch macht. Was? Ja, weil es einfach ein Pflanzenstoff ist, der Fett braucht, damit er besser aufgenommen wird. Also ich kann mir im Reformladen eine Kurkuma-Milch kaufen? Nee, die muss man schon selber herstellen. Aber es gibt mittlerweile sehr viele Foren, wo die Leute sich ihre eigene Kurkuma-Milch herstellen. Also Milch und gute Milch aus den Bündner Bergen. Ideal. Und dann Kurkuma rein, dann ist es schön gelb. Genau, richtig. Und dann trinke ich diese Milch. Genau, weil es halt sehr fettlösig ist, das Kurkumin. Ja. Und das ist ja auch die Frage, die du gerade gestellt hast mit dem Omega-3. Das ist ja Fett. Wenn ich das jetzt zusammen kombinieren würde, würde ich zum Beispiel die Bioverfügbarkeit, die Aufnahme von den Kurkumin einfach fördern. Okay. Ja, und wenn ich Omega-3-Fettsäuren nehme, zum Beispiel auch ein erhöhtes EPA zum Beispiel. Ja. EPA kann man sich vielleicht als Eselsbrücke merken, steht ja für E für Entzündungsparameter. Ja, dann kann ich das Ganze natürlich auch super kombinieren, wenn ich Silence Inflammation habe, also stille Entzündungen. Okay, aber nochmal, es ist eine Volkskrankheit, da sitzen sehr viele Experten immer wieder da, wie ihr zwei. Und die sagen mir immer wieder, das ist eine unglaubliche Seuche, diese Entzündungsherde in unserem Körper. Und ihr bringt mir heute eigentlich eine unglaubliche Lösung, nämlich einerseits Omega-3 und der anderen Seite wirklich mit diesem Kurkumin-Extrakt zweimal im Jahr eine Kur zu machen. Zum Beispiel, genau. Ja, ein bisschen Sensibilität für die Ernährung wäre auch noch angebracht, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. Okay. Und OPC? Macht das das ähnlich wie das Kurkumin? Also OPC setzt man eigentlich im anderen Bereich ein. Zum Beispiel alles, was mit Endothel zu tun hat, alles, was mit Venen, Arterien zu tun hat. OPC damals entdeckt von dem Professor Masclier. Venen und Arterien. Und sonst noch? Ja, alles, was mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat. Das ist mehr OPC? Das ist eher OPC in diesem Bereich. Und was macht es da? Sorgt natürlich antiinflammatorisch auch dafür. Innerhalb der Venen? Zum Beispiel. Es sorgt dafür, dass sich die Zellen besser teilen können, dass keine Plaques-Ablagerungen stattfinden in den Venen, Arterien. OPC ist natürlich auch super, wenn es ums Bindegewebe geht. Da sind auch die ersten Studien damals entstanden von Professor Masclier, der in Frankreich das OPC das erstmals selektieren konnte und festgestellt hat bei schwangeren Frauen, dass das Bindegewebe viel, viel besser war. Nach der Einnahme weniger Wassereinlagerung. Ja, und OPC in Kombination zum Beispiel mit Vitamin C, weil die sich beide super ergänzen, ist natürlich ideal, wenn es alles mit Kollagen zu tun hat.
Also meine, das kann man ja sehen, ein bisschen das Bindegewebe am Körper, richtig, oder? Das genau. Macht jetzt Sinn, aber im Herzen, Venen und so weiter, ich habe ja keine Ahnung, wie es bei mir aussieht. Also wann soll ich OPC nehmen und wann nicht, wenn ich es optisch nicht beurteilen kann? Also ich würde OPC nehmen, wenn ich weiß, dass ich mehr Probleme im arteriellen Bereich habe, also sprich alles, was mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat. Was ist mit Krampfadern? Zum Beispiel. Ach, genau. Wirkt das? Klar, auch da in diesem Bereich. Also für alle Leute, die Krampfadern könnten mit OPC arbeiten und könnten eigentlich eine Wirkung erwarten. Richtig, genau. Oh, das ist aber cool, oder? Krampfadern, alles, was mit Besenreißern zu tun hat, ne, weil es das Bindegewebe natürlich auch stärkt. Zeolitis? Zum Beispiel. Ich würde das immer in Kombination mit Vitamin C geben, weil die beiden sich halt gegenseitig potenzieren. Das ist also, halt das Tolle daran. Aber das wissen die Hersteller, dass man das kombiniert und nicht einfach nur OPC verkauft, sondern in Kombination mit Vitamin C? Naja, eigentlich sollte man es wissen. Okay. Wenn man sich ein bisschen mit der Studienlage auseinandergesetzt hat, dann sollte man das schon wissen. Mhm. Ja, und vor allem das Entscheidende bei OPC ist, du musst es gar nicht so hochdosiert nehmen. Ja, OPC hilft nämlich auch schon ab 200, 300 Milligramm. Mhm. Ja, da muss man nicht ab die 500 oder 2000 reingehen, sondern da helfen schon die kleinen Dosierungsmengen. Das ist halt das Tolle daran. Und dann ein bisschen Vitamin C dazu und die potenzieren sich gegenseitig. Gibt es irgendwelche Anzeichen von Menschen, Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause oder auch bei mir, wo man sagen muss, es macht wirklich jetzt mal Sinn, Kurkuma und OPC zu nehmen? Was ich immer gerne vorschlage ist, lasst uns doch einfach wechseln. Den sogenannten Farbwechsel. Ich bringe das immer gerne so in Verbindung mit der Natur. Wir essen ja saisonal. Ja. Ja, das heißt, wir essen ja am Anfang des Jahres eigentlich sehr vitaminreiche und entgiftende Rohstoffe, Gemüse. Also zum Beispiel der Spargel, der sehr entgiftend ist. Ne? Mhm. Am Anfang des Jahres ist eines des ersten Gemüses, was wir haben. Und danach wechseln wir ja eher in diese farbenprächtigen Obst- und Gemüsesachen, die uns noch mehr Energie bringen. Und zum Schluss, zum Winter hin, flacht das Ganze ja wieder so ein bisschen ab. Mhm. Und was ich immer gerne den Kunden sagen möchte, ist, versucht auch bei den sekundären Pflanzenstoffen auch mal zu alternieren. Einfach mal mehr Grün, mehr Orange, mehr Rot und nicht immer dasselbe zu geben. Mhm. Ja, weil wenn ich das ganze Jahr über immer einen Apfel esse, dann ist es zwar toll, aber ich brauche ja auch noch andere Vitaminzusammensetzungen. Ja, einfach andere Kompositionen, die in der Natur vorkommen. Mhm. Und dadurch gebe ich dem Körper immer wieder einen neuen Reiz. Mhm. Also die Natur hat uns hier wirklich zwei Geschenke gemacht, wo wir aus der Wissenschaft heraus wissen, dass sie sehr starke Wirkungen haben auf unseren Körper. Und wenn wir das präventiv jetzt nutzen würden oder eben auch bei akuten Problemen, kann man es auch nehmen, ohne jetzt mit dem Arzt oder Therapeuten zu sprechen. Genau. Ist immer gut. Okay. Gibt es noch Unterschiede von der Dosierung her für uns Schweizer gegenüber Europäer? Im sekundären Pflanzenstoffbereich, also im Kurkumin zum Beispiel nicht. Mhm. Ich weiß aber, dass in der Schweiz zum Beispiel das OPC halt mit 120 Milligramm limitiert ist. Das Gute daran ist aber wirklich, dass Studienlagen ab 120 Milligramm schon Erfolge erzielt haben. Okay, gut. Also wir Schweizer dürfen kleinere Dosierungen nehmen als der Europäer? Genau, also da gehört ihr dann doch nicht zur EU. Das sieht man da dann natürlich. Ja, wir sind eine zarte Pflanze. Richtig, genau. Ihr habt halt andere Pflanzen. Ne? Super. Genau. Aber wenn ich jetzt noch weitere Informationen nachlesen will, weil man hört sehr vieles, ich suche eine Quelle, wo ich wirklich solche Informationen nachlesen kann, die wirklich stimmig sind, über Kurkuma oder über OPC. Gibt es da irgendeine Homepage, die du uns nennen könntest, wo sinnvoll wäre für uns zum Nachlesen? Also auf der Internetseite von Natugena sind meistens unter den Rohstoffen, gibt es eine Rubrik, die heißt Health Claims und Studien. Jawohl. Und da versucht man halt schon immer die aktuellsten Studien auch zu hinterlegen. Die sind meistens in der Originalform auf Englisch, aber man kann es ja mittlerweile übersetzen lassen. Ja. Und da findet man vor allem auch die Dosierungsmengen. Okay. Ich brauche jetzt gerade in meinem Krankheitsgeschehen oder meiner Prävention als Individuum. Wow, super. Ja. Du hast den Ende nicht gesagt, DE oder CH oder COM oder? Ja, natugena.ch oder natugena.de. Gut. Genau, einmal für Deutschland und einmal für die Schweiz halt. Ja, gerne. Ja, ja bitte einmal. Da haben wir wieder EU und Schweiz Problematik. Wir dürfen laut Gesetz keine Studien bei uns aufschalten. Ah, auf der CH? Auf der CH dürfen wir keine Studien aufschalten, weil das eine Verwirrung ist, dass das dann nicht mehr Nahrungsergänzung ist, sondern es ist eine Medizin. Mhm. Ja, weil es eine Wirkung diese hat. Probleme, diese Problematik, da stehen wir im Moment mittendrin, dass Nahrungsergänzungsmittel schädlich sind und Medikamente sind förderlich. Jawohl. Und diesen Widerspruch, da und sobald eine Nahrungsergänzung, sobald das Nahrungsergänzung ist, dürfen wir ja nicht mehr, wir dürfen nur einen halben Apfel essen, offiziell, weil der halbe Apfel ja genau diese schon hat, aber der Apfel hat mehr drin. Und das ist unsere
Gesetzgebung, die wir leider noch berücksichtigen müssen. Wenn in der Schweiz solche Studienanfragen sind, können Sie Naturgener Schweiz anschreiben und die Studien werden dann zugestellt. Super. Also nochmals, wenn ein Nahrungsergänzungsmittel eine Wirkung hat, dann muss es eigentlich als Medikament zugelassen werden, mit all diesen Kosten, die es halt dann ganz gibt. Genau. Wunderbar. Und das ist in der EU ein bisschen anders. Ja? Wahrscheinlich ist es bei uns anders. Ja. Ihr dürft. Okay, gut. Also dann wissen wir, wo die Quellhinweise sind, um sich da schlauer zu machen. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Ich wusste das nicht so, wie ihr es jetzt sagt, über OPC und Kurkuma. Es war für mich alles verwirrend. Man liest nur immer wieder 30.000 Studien zu Kurkuma und Krebs und dies und jenes. Und naja, da sitzt man mittendrin und weiß es also nicht recht, was nutzen, was man soll man wirklich machen, oder? Aber danke ganz herzlich für diese Sendung. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, dass auch Ihnen diese sekundären Pflanzenstoffe ein bisschen näher bringen durften und eben insbesondere die Bedeutung von Curcumin und die Bedeutung von OPC haben wir gehört, dass die sehr stark antiinflammatorisch wirken und als Kur präventiv zusammen mit Omega-3 und vielleicht auch ein bisschen die Ernährungsumstellung äußerst sinnvoll ist für unsere Gesundheit. So, und das wünsche ich Ihnen. Haben Sie viel Spaß am heutigen Abend noch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.